Was gab's denn Wichtiges? Nichts. Bei euch? Ich hab den Limousinenservice ausfindig gemacht. Wir waren heute Nacht noch in einer Table Dance Party. Ja. Du hast die Limo mit deiner Kreditkarte bezahlt. Und danach war er noch in Boogaloo. Soll gut gewesen sein. 500 Euro? Mhm. Alter. Wir fahren da jetzt hin in dieses Boogaloo. Und du kümmerst dich um die Fahndung. Wir haben noch 4 Stunden. Gib mal ein bisschen Gas, wir haben nichts in der Hand. Komm an die Arbeit. Ja, ist ja gut. Hey, hallo Michael. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, ja. Danke nochmal für gestern. Das war echt so nett von dir. Gern geschehen. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Nein, bei mir ist alles total stockdunkel. Aber so scheiße kann es ja nicht gewesen sein, oder? Hallo. Ich heiße Michael Nasemann. Ich bin von der Kriminalpolizei. Ja, ich weiß. Das ist mein Kollege Gerrit. Hi, wie geht's euch, Jungs? Wir haben den totalen Blackout. Kein blassen Schimmer, was heute Nacht passiert ist. Habt ihr vielleicht irgendwo eine Überwachungskamera? Ja, ja, ich habe Kameras hier. Aber Jungs, ihr habt noch etwas vergessen. Was? 2000? Oh. Ja, was soll ich sagen? Ihr seid gestern echt abgegangen. Ihr habt eine Runde nach der anderen geschmissen. Und zu den Mädels wart ihr auch ganz schön großzügig. Hallo. Mitgehangen, mitgefangen. Nimm sogar die Karte. Selbstverständlich. Und, was ist jetzt mit der Überwachungskamera? Die habe ich hinten. Kommt, ich zeige euch die. Super Stimmung, wie ich euch erzählt habe. Scheiße. Was? Ich erinnere mich wieder. Wahrscheinlich, weil ich nur ein halbes Glas für ein Zeug getrunken habe. Alles gerade wieder Scheiße gebaut. Hey! Oh, jetzt aber. Mika, Gerrit, hier! Oh, Scheiße! Seid ihr bescheuert? Ey, komm! Schätzelein! Zahl morgen! Du glaubst wirklich, Paluschka hat den Russen begleitet? Ja, ich glaub schon. Ach, der Vollidiot, der kann's einfach nicht lassen. Okay, okay. Was haben wir gemacht, als wir da aus dem Laden hier raus sind? Wir haben es irgendwie geschafft, an den Typen vorbeizukommen. Und jetzt sind wir zu Dell zurück. Komm. Hallo Jungs, ihr habt was vergessen. Bezahlen oder wollt ihr wieder ohne gehen? Danke dir. Wir hatten die Kohle und den Stoff die ganze Zeit hier, man verdammt's. Mann! Jetzt mach dir mal keine Vorwürfe. Du kannst dich wenigstens an was erinnern. Ich rufe jetzt Dolly an. Ich habe dieses Handy hier. Ja, Herr Dolly, wir haben hier Geld und auch den Stoff. Nee. Erstmal möchte ich Paluschke sprechen. Sonst kommen wir überhaupt nicht ins Geschäft, ja? Michael, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, ehrlich. Paluschke, du hast den Typen beklaut, Mann. Ich habe den Stoff nachher nur abgenommen, damit wir es in der Hand haben, um ein Verfahren gegen den Mann einzuleiten. Mann, Junge, du hast wieder Scheiße gebaut. Ich war total weggebeamt. Ist vielleicht auch was Genetisches, aber ich wollte das nicht. Michael, aber du holst mich doch heraus, oder? Paluschke. Das wird das allerletzte Mal sein. Und jetzt gib mir den Typen. Ja,
Wie machen wir das mit der Übergabe? Jetzt pass mal auf. Wir treffen uns in einer Stunde im Parkhaus am Goetheplatz. Und wenn ihr versucht, mich irgendwie zu verarschen, dann ist euer Freund dort. Okay, alles klar. Nehmt's gleich. Ciao. Also, das SEK steht bereit. Gut. Hast du Angst? Bisschen. Und du? Wie? Naja, ich meine mit dem Baby und so, also Alex, das ist komplett deine Sache. Ich will mich da gar nicht einmischen, aber... Ja, ist schon gut. Ich habe mich entschieden. Ich werde das Kind kriegen. Oder wolltest du mir gerade einen Antrag machen, dass du deshalb so rumgestammelt hast, hä? Nee, also wirklich nicht. Das will ich dir nicht antun. Als Ehemann bin ich irgendwie nicht geeignet. Kannst du meine Ex fragen. Aber ich glaube, ich würde einen Vorzeigepartner abgeben. Echt? Würdest du das machen? Oh, klar. Cool. Ja, komm, dann rette jetzt erstmal deinen bekloppten Freund. Ja. Und lass dich nicht anschießen. Paula braucht dich noch. Paula? Ja, wenn es ein Mädchen wird. Einen jungen Namen habe ich noch nicht. Ich hoffe immer, es wird ein Junge. Drück uns die Daumen. Hauptsache, du gibst immer schön Taler. Objekt ist bereits in der Parkgarage, zweite Ebene. Ein schwarzer SUV. Alles okay? Nee, gar nichts ist okay. Du sollst mir das Geld und den Stoff geben, sonst springt er mich und euch in die Luft. Micha, es tut mir leid, der Typ ist irre. Und du sollst das SEK wegschicken. Okay, Leute. Wir bleiben alle auf Position, aber wir greifen nicht zu. Ich wiederhole, wir greifen vorerst nicht zu. Jeder bleibt auf Position. Ich habe hier das Geld und den Stoff. Ganz ruhig, Paluschke. Mach keinen Fehler jetzt. Michael, was machst du? Ich weiß, was ich tue. Ich will einfach nur, dass du gesund rauskommst, ja? Hey! Was dauert denn das so lange? Gib ihm endlich die Scheißtüte! Das wird nicht möglich sein. Ich jag uns alle in die Luft, ihr Wichser! Ich glaube nicht. Zurück! Polizei! Weg mit der Waffe! In Deckung!
bin ich froh, dass du eine Weste anhattest. Es gibt nur einen fetten blauen Fleck. Und danke, Gerrit, ja. Du hast dich voll dazwischen geworfen. Ich bin echt froh, dass dir nichts passiert ist. Ja. Naja, so schnell werdet ihr mich nicht los. Hallo? Guten Abend zusammen. Ja, ich wäre dann da. Wieso? Alex. Alles Gute. Oh mein Gott. Danke. Hör mal, Alex. Die Sache ist die. Komm her, Doc. Also wir drei finden es ein bisschen unfair, dass noch Michael erwartet wird. Wir wollen auch. Ja! Ich werde euch echt vermissen. Bin ich auch.